Das wird wohl reichen. Die meisten Leute haben etwas zu verbergen. Sie verbergen ihre dreckigen kleinen Geheimnisse in kleinen Kammern in ihrem Gehirn. Doch in Kriegszeiten darf der Feind keine Geheimnisse haben, oder Soldat? Also dann, nur nicht zögern. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, warum hast du denn dann Kammern? Schlager die Kammer zum Klump, um sie zu öffnen. Oleanders Stolz. Sehr schön. Er ist auf Bergen gewesen. Mit einer zwei- oder dreifarbigen Flagge. Das kann man nicht sehen, was leider nur schwarz-weiß ist. Hat im Krieg gekämpft. Hat ein Bataillon angeführt, würde ich mal sagen. Zumindest rennt er voraus. Im Hintergrund sehen wir ein paar Flieger und eine Explosion. Er schießt wie ein Wilder, oder was ist das da? Ach nee, das ist, glaube ich, da springt er, glaube ich, aus einem Flugzeug raus. Und ja, hat ein Messer im Mund oder zwischen den Zähnen. Ja, der scheint wohl ziemlich wagemütig gewesen zu sein, unser Coach Oleander. Das erinnert mich gerade ziemlich an Münchhausen, der ebenfalls auf einer Kanonenkugel geritten ist, geflogen ist. Ja, und das ist ja auf so einem Torpedo. Ist das unter Wasser? Nee, das ist noch über Wasser. Weil unter dem Torpedo sehen wir ja, oder unter der Rakete sehen wir ja noch so Wasserspritzen. Oh ja, und dann ist er plötzlich ganz nett zu armen kleinen Kindern gewesen. Das als Soldat. Ja, ob er jemals verletzt wurde in solchen Kriegen? Oh ja. Da kann man Oleanders Stolz wohl schon verstehen, wenn der so viele Orden hat und so viele Leute hat, die er anscheinend befehligt. Der hat anscheinend schon einiges erreicht in der militärischen Laufbahn. Ich mag es auch besonders. Um diese Erinnerung nochmal zu betrachten, geht zur Seite mit den Erinnerungen im Tagebuch. Alles klar. Dann wissen wir das jetzt auch. So, wir können einen Fuchs nehmen. Wir können einen Schneemann-Soldaten nehmen. Und mehr geistige Gesundheit. Hier ist uns nichts außer nochmal so einer und nochmal. Ja. Sehr schön. Rams, Rams. Wusste ich doch, dass man es so machen kann. Teleportoption. Ach Gott, der ist ja süß. Hat der einen Luftballon oder was ist das? Ja, sieht so aus, ne? Der kleine Kerl kann dich zu jedem Bereich in der aktuellen mentalen Welt teleportieren, den du bereits besucht hast. Wähle einfach dein Ziel und los geht's. Die Gräben. Da sind wir gerade bei den Gräben. Abbrechen. Macht ja klar. Das ist toll. Wunderbar. Wow, wow, wow. Okay, okay, okay. Wir sollten die wahrscheinlich besser aufrechterhalten. Aber wir müssen die wahrscheinlich nach und nach abschlagen. Watch it. Warum sagt der Watch it und ich pass auf? Okay, das ist jetzt nicht so gut. Das erinnert mich an irgendeine Spielshow, die es damals gab. Oh nein, da wird er angegriffen, der Arme. Ja, ist gut. Ist jetzt nur die Frage, wie wir da schnell wieder wegkommen. Weil wir haben jetzt schon einiges an Schaden bekommen. Ja komm, sei fröhlich. Ja genau. Und Tschüssikowski. Und wir müssen uns direkt bewegen. Verdammt. Das verlief ja sehr nett. Hatten wir ja gar keine Möglichkeit, uns wegzubewegen. Naja, wie kriegen wir das am besten hin? Es wird dann dauernd auf uns gefeuert. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese komische Show hieß, aber da ging es auch darum, dass man, dass auf einen gefeuert wurde und dass die Leute immer so zwischen Stationen hin und her gehen mussten. Hat er gerade dieses Vieh zerschossen? Dieses kleine Ding? Das ist doch grausam. Ja, ist ja gut. Lustig.
So, dann geht's da nach links, aber rechts sind auch noch Sachen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe! Auf uns wird geschossen! Help! Meine Güte, macht das viel Schaden! Da bin ich ja gut beeindruckt. Das ist gemein! Ich will noch schneller laufen können. Geben wir unser Bestes. Laufen wir von Ziel zu Ziel. Laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. Nicht stehen bleiben. Einfach laufen, 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 laufen. Laufen, 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 laufen. So. Uiuiui, das ist ja knapp. Ich hoffe, hinter mir habe ich jetzt nichts vergessen oder verloren. Boah, wie schnell der aber auch schießt, das ist ja gemein. Komm, spring zu mir, spring zu mir. Nein, nicht weg. Hier, danke. Auch wenn mir das jetzt nicht gebracht hat, wirklich. Aber naja. Ist da eine Zündschnur? Macht's Peng? Nee, es wird ein... Ah, gut, es wird einfach auf. Sehr schön. Ja, das ist wirklich wie bei der komischen Spielshow. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie die hieß. Das war irgendetwas aus Amerika, glaube ich. Das fand ich recht lustig. Könnte American Gladiator sein. Wenn ich mich recht erinnere. So, haben wir da noch irgendetwas? Ich sehe dann nichts mehr. Deshalb würde ich sagen, hüpfi! Oh, Bobby. Jawohl! Ah, nee. Zilch, der Klassiker! Nee, Zilch. Stimmt. Nicht Bobby. Und warum ist der da jetzt rausgekommen? Naja. Wumm. Was? Okay, wir sind... Das ist ja cool. Das ist cool gemacht. Yay. Das heißt, wir können uns wahrscheinlich noch auf weitere lustige Sachen einstellen. Tada! Sehr schön. Und ich werde hier jetzt mal kurz einen Cut machen, weil ich werde mal kurz auf Toilette gehen und danach werde ich hier direkt weiter aufnehmen. Aber davor werde ich einmal ganz kurz speichern. So. Bis gleich, ich lasse es erstmal laufen und werde es dann einfach cutten. So, hallo liebe Leute, und da bin ich auch wieder zurück. Jetzt muss ich nur kurz mein Gamepad wieder in die Hand nehmen. Und dann geht es auch schon weiter. Wunderbar. Wenn wir hier runtergehen, ist hier irgendetwas? Nö. Auf der anderen Seite? Auch nichts. Okay. Dann geht's mal rein. Und yay, geil, 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 geil. Yeah, müssen Sachen einsammeln. Was? Nein. Okay. Yeah, cool. Cool, yo. Cool, cool, cool. Das gefällt mir richtig gut. Sehr schön. Und einsammeln, alles einsammeln. Und das Druckbild habe ich fast nicht erkannt oder gesehen. Aber nun gut. Ja, da sind wir ja fast schon Stufe 4, ne? Aber nur fast. Das sind eigentlich auch immer so kleine Instanzen. Mein Gott, wie abgedreht diese Welt auf Dauer ist. Du kannst solche Stangen schnappen und daran schwingen. Es geht dabei nur um die Oberkörpermuskulatur. Dabei kannten wir das schon. Wir sind ja ganz am Anfang überhaupt erst dadurch dahin gekommen. Auf Stange rutschen. Wie kann ich denn auf der Stange rutschen? Das verstehe ich jetzt. Ach so, hin und her. Verstehe. Und Anlauf und Hüpfen. Nochmal. Das sieht komisch aus. Okay, ich muss also wirklich in die Richtung schwingen, in die ich springen will, weil sonst kann ich das vergessen. Sehr schön.
so funktioniert das doch eigentlich ganz gut. Müssen wir nur aufpassen, dass wir uns nicht rösten lassen. So, und ich glaube, wir haben das für den aufgenommen. Ja, haben wir. Wunderschön. Haha. Da ist der emotionale Müll auch glücklich. Whip. Fertig. Ja, eine brenzlige Angelegenheit. Wieso auch immer man das von dort aus machen konnte. So, müssen wir wieder Anlauf nehmen und hopp, rüber. Haha! War die Idee so richtig mit dem Kaputtschlag? Stehen bleiben, Junge! Das sind geistige Spinnen! Man kann sie mit spezieller Ausrüstung einsammeln, über die du aber noch nicht verfügst! Das heißt... Bis dahin solltest du ihnen aus dem Weg gehen! Backtracking! Kriegen wir dann Schaden? Spinnenweb. Was? Spinnenweb-Probleme? Im Laden ist ein praktisches Gerät zu haben, mit dem lästige mentale Spinnweben bald der Vergangenheit angehören. Kaufe deinen Spinnweben-Entferner noch heute. Oder Spinnweb-Entferner. So. Hey! Ja, das war doch. Nächste Stufe! Mentales über alles! Gut, müssen wir umdrehen. Hochseil hängen lassen. Aufs Hochseil steigen. Schön. Jetzt geht er doch dran, mein Gott. So, sehr schön. Aufs Hochseil steigen. Das ist dann nur. Ah, haha. Sehr schön. Richtig gut gemacht. Mir gefällt's. Me gusta. So geht's. Einfach hochspringen, komm schon, Raz. Bart Simpson. Und es gibt anscheinend keinen Fallschaden, zumindest nicht von der Höhe. Und hüpf, und hüpf, und immer weiter. Dann wird so ein Sprung wohl auch reichen. Oder eben nicht, dann müssen wir doch einen Doppelsprung benutzen. Aber anscheinend können wir hier noch keine Leben verlieren. Das ist sowas wie ein Tutorial-Level, ne? Wird ja alles halt auch erklärt, wie wir hier was machen müssen. Auch jetzt. Ja, okay, das mit der Perspektive ist vielleicht ein bisschen blöd, aber da muss ich dann schauen, wie ich damit zurechtkomme. So. So ist doch richtig schön. So. Dup, dup. Super, haben wir das auch bekommen. Kann hier weitergehen. Verdammt, meine Verdauung ist schneller als du. Ach ja, hör auf, mir auf den Sack zu gehen. Diese einzelnen Stücke, die hier gerade so schweben, erinnert mich sehr stark an Guild Wars 2. Weil da gibt es auch einige Jumping-Puzzles, wo man immer hin und her springt. Wie du siehst, das Trapez ist ziemlich schwierig. Viele Kadetten kommen damit nicht klar. Vielleicht willst du dich ja auch